La Moisiona. Der Revolution. Kommen Sie bitte runter. Ist das eine Horde? Es sieht ganz danach aus. So, der Mann mit dem Bohrer ist da. Ja, mein Schatz, das weiß ich ja. Was wohl? Er knarzt. Die Fährte. Ja. Hast du ein Schwein? Also für 5 Sekunden. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Kabinen. Wie ihr seht, ich bin wieder zu Hause. Ja. Ich habe jetzt auch alles eingeräumt. Droni ist auch neu bestückt. Quest habe ich noch nicht geschafft anzunehmen, aber wir haben jetzt schon 23 Uhr. Spikes haben wir jetzt so 128 Stück. Das Eisen hatte ich auch verarbeitet, ja. Warte mal, ich repariere mal kurz die Kiste. Jetzt sind knappe 700 Eisenbarren fertig. Also, ja. Ich werde die jetzt noch nicht verarbeiten. Ich will erstmal gucken, wie weit wir hier mitkommen und dann kommen wir mal weiter. Aber erstmal brauche ich ein bisschen Stahl, ein bisschen davon. Denn ich muss ja auch noch den Rahmen ein Stück aufwerten. Also, bevor ich die Spikes setze. Dummerweise habe ich damit schon angefangen. Ist aber kein Problem, wir haben ja eh jetzt Nacht. Was soll ich denn sonst machen? So, ich brauche Ditte. Cobblestone brauche ich eigentlich nicht, aber ich nehme ihn trotzdem mit. Einfach nur für Gefühl. Nein, eigentlich ist ja alt auf Beton schon aufgewertet. Jetzt sollte nicht ein Problem sein. Sag mal, warum ist denn die... Ja gut, ich habe jetzt ein bisschen rumgeballert, aber hallo? Die ist ja ein schön. Die hatte schon mal bessere Zeiten. Oh. Gut, also. Das hatte ich schon gemacht gehabt, aber dann sind mir die Spikes ausgegangen. Wie gesagt, die müssen ja erstmal produziert werden. Bevor da irgendwas funktioniert. Und wir haben ja noch ein, zwei Sekündchen Zeit, also. Alles gut. Ja. Achso, das ist auch fertig. Und ich weiß ja nicht, warum ich da 100er Stacks, die 1000er Stacks im Kopf hatte. Das sind ja bloß 100er. Bloß. So, jetzt weiß ich aber nicht, wo ich hier... Ich habe schon wieder zu viel Munition. La Moisiona. Der Revolution. Ja, tut mir leid. Sorry. Ab und zu bricht er aus mir raus wie ein Alien. Machen wir so. Kann ich nicht noch? Dann müsste ich aber... Ich hab da... Eine total doofe Idee. Kommen Sie bitte runter. Ist das eine Horde? Es sieht ganz danach aus. Es ist eine Horde mit Soldaten. Was ist hier los? Das ist ein Überfall. Das ist ein Angriff. Warte mal. Ich hab doch hier... Ihr könnt losballern. Was ist denn hier los? Die wollen hier rumballern. Achso, deswegen. Macht Sinn. Macht der Fälle an. Lass hoch. Hallo, was ist denn hier los? Halten Sie sich da raus. Gut, jetzt ist es ein bisschen zu spät. Gut, das sollte ich mal anlassen. Für die Horde. Wir wissen ja, was sonst passiert. Alles schon durch. Ich hatte eine Wanderhorde. Wahnsinn. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt hier ein Loch reinbohre, was jetzt total kacke ist, weil hier alle zu ist, wenn nur eine Kiste extra hier hinstelle, dann habe ich hier zwei. Ich brauche mal kurz einen Bohrer. Ich weiß, es könnte... Ich habe den Bohrer weggeschmissen, ne? Ich glaube, ich habe den Bohrer weggeschmissen. Warum habe ich denn das gemacht? Ich weiß es nicht. So, na, dann bohre ich mich mal hier durch und dann setze ich da eine Kiste rein. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Dann habe ich immer eine Müllkiste. Ich meine eine Munitionskiste und dann passt das schon. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin jetzt fertig. Ich habe jetzt nicht nur eine Kiste gemacht, ich habe jetzt drei gemacht. Ja, weil das mit der Munition, das wird so weiterlaufen.
Und ich habe jetzt eine Kiste drin gemacht zum Beschriften. Ich kann ja jetzt eigentlich ganz normal machen. Wartet mal. Müsste eigentlich auch von oben beschriftet werden können oder so. Ja, doch, wird das auch. Ach, ist das schön. Warte mal, dann mache ich mal 7,62 mm. Na gut, Leerzeichen hätte ich jetzt nicht machen müssen. Nee, eher muss ich dran denken, dass ich bei den anderen Kisten das auch mache. Echt, Mensch. 1 mm. Leerzeichen. Und dann kommt hier Shotgun hin. Dann habe ich oben noch eine Müllkiste, wo ich dann alle so munitionstechnischerweise rinschmeißen kann. Glaube ich, geht da, oder? So. Ich glaube, das ist doch eine gute Idee. So, und dann kann ich nämlich jetzt nämlich die Munition so einzeln drin machen und habe die gleich vor der Nase. Und oben habe ich dann ganz normal, also, ja, schlechte Tage oder so, keine Ahnung. Es ist doch ein guter Plan und hier oben kann ich dann Desert und all sowas. Ich glaube, das kann ich so, naja, ja, gut, das sollte ich nicht machen. Dann kommt hier die Standardmunition oder so drin, ne? Und ich glaube, das klingt nach dem Plan. Und zwar nach dem Plan, der ja nicht mal so schlecht ist. Das einzige Problem, was ich... Ups, nee, andersrum. Was ich hier sehe, ist, ich hoffe, dass wenn Dämonischen in der Nähe explodiert, dass die Kisten nicht kaputt... Das wäre ein super Koch. Das wäre richtig böse, werdet. Gut, ich werde zwar von draußen, wie gesagt, noch aufwerten, aber ich... Also, wie gesagt, 7 Days... Ich sag mal so, ich würde mich nicht drauf verlassen, dass das funktioniert. Aber vielleicht funktioniert es ja. So. Und jetzt wird nämlich auch ein Blindetunkorn finden. Wenn die, dann kann ich oben die andere Munition reinschmeißen. Wie gesagt, die spezielle. Ich glaube, das ist doch besser, oder? Ich glaube, oben spezielle Munition für unterwegs und hier eben halt. Wenn ich denn mal brauche, kann ich das ja immer noch rausnehmen. Upp, das ist besser als vorher. Andersrum. Andersrum. Das ist ja nicht so wenig, wenn man kippen tut. Hat man schon so eingesammelt hat nebenbei, ne? So, und dann wäre nämlich unten nämlich auch ein paar Kisten leer. Ich werde nämlich erstmal hier die befüllen. Oh, vielleicht sollte ich nicht alle so befüllen. Sondern vielleicht sollte ich wirklich einen Schwung am Mann lassen. Also unten in den Kisten lassen. Falls dann doch irgendwann mal explodieren sollte und das alles kaputt gehen tut, dann ist nicht alles weg. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Ich glaube, so kann man das lassen. Ich darf dann bloß später nicht dran denken. Also muss dran denken, dass ich die Kisten nicht überpinsel. Na gut, ich kann das ja trotzdem nacharbeiten. Es regnet und die Nacht ist vorbei. Jetzt müssen wir bloß noch... Also ich sollte mir erstmal das Material holen. Weiter aufwerten. Genau. Die Spikes lehnen. Bis dahin müsste eigentlich auch der Händler wieder aufhaben. Oha! Es läuft. Nee, das ist nicht fertig, weil das muss ja erstmal produziert werden. Ist ja gerade am Einschmelzen gewesen. Na, so weit aber auch. Aber ui. Hier müsste fertig sein. Genau, sag ich doch. So. Schnicke. Dann schmelzt weiter ein und wir machen jetzt draußen. Weiter. Wenn die Spikes und sind, das wird gut, das wird funktionieren. Ich würde noch nie sagen, dass wir alles schaffen. Aber das müsste doch fast alles sein an Eisen, ne? Also. Stahlbarren. Und so. Was ich hier außenrum noch machen muss. Ich würde sagen, das funktioniert. Dann können sie nämlich explodieren. Das interessiert uns nicht die Bohne. Naja, gut. Naja, noch nie so ganz. Also wenn, ich sag mal so, wenn 5, 6 Stück sind hintereinander, was sehr unwahrscheinlich ist, aber sagt 7 Days, dann sollte auch die Base eine Flücke machen. Aber wir können ja gegenhalten.
So ist es ja nicht. Wir müssen ja nicht hier daneben stehen und sagen, schönen guten Tag. Wollen Sie unsere Base kaputt machen? Wenn ja, wieso? Was habe ich Ihnen getan? Tut mir sorry. Wie gesagt, das habe ich vergessen. Das habe ich ja ganz vergessen. Ich habe da... Muss noch was repariert werden. Der Munition, das war eine gute Idee. So, hätte ich eher drauf kommen müssen. Nee. Bis das explodiert. Ist denn schwierig. Den mag ich nicht mehr. Wie gesagt, und wenn das alles so weit aufgewertet ist, dann können wir die Spikes setzen. Ich hoffe, wie gesagt, oder ich versuche das bis... Ja, vor der Horde ist wahrscheinlich das Beste hinzukriegen. Ja. Das werden wir tun. So, die sind dann auch wieder repariert. Alles in Ordnung. Also ihr könnt weiter blitzen, wenn es soweit ist. Oh, hier ist in Ordnung. Da hoch in Ordnung. Aber eh ein Knacks drin. Halt. Aber alles noch im grünen Bereich. So, da immer noch 4 Uhr. Das geht ja hier schleppend voran. Das ist ja alle ein bisschen langsam. Und wir haben nicht mehr so viel Zeit. So, da bin ich auf. Na, es ist fast soweit. Er macht gleich auf. Ich muss noch einen Stein aufwerten. Ich habe jetzt ja schon doch Spikes rausgelegt. Der Rahmen ist ja soweit fertig. Er muss später noch der Boden. Aber das, wie gesagt, das wird nur 1-2 Eisen kosten. Ja, alle zu seiner Zeit. Wie gesagt, Spikes produziert nochmal, ihr seid so 100 Stück insgesamt. Also immer hier 50, auf der anderen Seite auch 50. Munition habe ich jetzt nochmal für Desert Eagle hergestellt und hier nochmal ein Stack. Ja, es wird funktionieren. Davon geht ganz fest aus. So, und wie gesagt, ich muss jetzt... Diese, und da ist noch ein Stein, der auch verwertet muss, und dann den Rest vorne noch. Aber dann sind wir soweit fertig. Also, es müsste mit dem Teufel zu gehen, wenn es nicht funktioniert. Also, mit den hinkriegen. Mit den überleben. Schauen wir, wenn es soweit ist. Ja, er hat offen. Da eine. Achso, ich hab jetzt. Ich hab da eine Offenbarung. Ich hab die Nagelpistole rausgenommen. Jod. Alle nochmal zurück. Sehr, sehr, sehr viel zurück. Immer. War gut, ich brauche ja nicht komplett. So. Die Nare-Pistole. Den Bohrer brauche ich aber nicht mehr. Die kann ich zurückpacken. Gut, dann werde ich nochmal schnell das auf. Ja, die 20 Spikes, wie gesagt, werden zwar nicht komplett reichen, aber die nächsten 100 werden reichen. Haha. Wie gesagt, hier sind wir jetzt eben mal komplett rum. Der Boden noch nicht, aber... Ja, das sind Kleinigkeiten. Schauen wir mal, wa? So. Ich lasse das jetzt auch so, ne? Also, mit rauskommen und so. Bis dahin reicht das vollkommen aus. So, gut. Dann fehlen bloß noch ein paar Spikes. Dann haben wir das hier fertig. Dann sind wir hornbereit. Also mehr oder weniger. Naja, gut. Wir sind ja auch noch da. Munitionstechnischerweise. So, das ist die Munition, die ich jetzt mit bei habe. Warte mal, könnte ich nicht einfach... Achso, kann ich gar nicht. Ich wollte jetzt einfach eine Grenze hier ziehen. Aber es ist mir nicht möglich. Und da kann ich auch nicht... Mal, die nicht letztes Mal repariert gehabt? Versuchen aber auch hier durchzukommen, wa? Na gut, nächstes Mal dran denken, da ist noch ein bisschen Stahl drin. Schauen wir, ob wir das hinkriegen. Gut, Rin, Quest und in ist gut. Ne? In der Zeit kann nämlich das andere Eisen dann auch einschmelzen. Hallo. Hallo, Traveler. Ja. Du, ich brauche mal eine Quest, ich muss irgendwas tun. Also ist ja bald Horde und so, ich brauche eine kleine Ablenkung. So, ist das jetzt gut, dass wir nochmal einen Skycrapper machen? Grapper? Rappen wir ein bisschen?
weißt du was, scheiß drauf. Nee, das kann ich doch ja nicht machen. Ist denn bescheuert? Wir haben ja letztes Mal schon so lange gebraucht. Nee, warten Sie mal bitte. Ich muss mal kurz die Quest beenden. So. Jetzt beendet? Ich glaube ja. So, gut. Also, normal. Die 5er Quest. Factory. Skytome, hallo? Wir haben letztes Mal eine Stunde gebraucht. Es geht nicht, kann ich jetzt nicht machen. Beim nächsten Mal. Will was knuffiert um Decke haben. Die Schule will ich jetzt auch nicht. Das war auch schon so oft gehabt. Säuberung da. Was haben wir hier? Das ist alles so eh nur dasselbe. Das ist doch kacke. Gut, ich werde. Nee, halt. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde jetzt einfach. Nein. Ach, nein. So, also, wir nehmen jetzt. Habe ich jetzt entschlossen? Einer Quest an. Als ihr euch jetzt fragen solltet, wieso? Ich habe die Schnauze voll. Ich habe die Schnauze voll von ein und dieselben Questen. Und wie gesagt, es war eine einer Quest, aber die Zombies sind ja trotzdem doof. Maximum. Also, lassen wir es krachen. Mehr oder weniger. Ja, wie gesagt, an den Zombies wird sich ja nichts ändern. Na gut. Auf und davon. Ich brauche ja keine Schippe. Ist ja bloß Peng-Puff. Warte mal, ich gehe mal ein Stück Abstand nehmen. Trotzdem müsste ja eigentlich reichen. Wir müssten jetzt so wenig, was für Zombies kommt. Na los. Ach, das ist es ja, Jani. Ich habe jetzt ja wo, jetzt... Wahnsinn, ich habe jetzt gedacht, jetzt stummt erstmal wieder eine Zombie-Horde los. Das ist ja eine Einer-Quest. Zum Glück habe ich eine Schippe mitbringen. Nee. Wissen, dass das blöd ist? Bis jetzt sind auch noch keine Zombies unterwegs. Gut. Das ist bloß eine Frage der Zeit war. So. Wie lang geht denn das jetzt? Achso, wir sind hier schon in Nähe. Aber das war ja einfach. Dann kriegen wir ja nochmal eine Quest hin. Sich mal entscheiden. Ist genau da. Weiß es doch. War ja einfach. Ja, ja. Bin schon unterwegs. Achso, ich hab die Karre vergessen. Nein, hab ich nicht. Lass du bloß weichen. Na gut, dann machen wir eben noch zwei oder drei Questen. Ja, wie gesagt, ich nehme jede Abwechslung an. Ist mir total schnurzig, ob einer oder eine Zweier oder eine Dreier Quest ist. So. Uiuiui. Und da sind wir wieder. Bereit für die nächste Quest. Ist zwar eine Einer Quest gewesen, aber kannst ja ruhig ein bisschen mehr Mühe geben hier. Das ist ja... War ja einfach. Ja, oh, Munition. Aber ich glaube, ja, gut, ein Antibiotika fällt jetzt auch nicht gerade so in die Tonne. Achso, ich kann ja zweimal auswählen. Mensch. Stimmt ja. So ein Zufall aber hoch. Hab ich ganz vergessen. So, da ich nochmal eine. Jetzt machen wir eine Zweier. I have a dilemma. Ich bin ein Dilemma-Löser. Daraus machen wir mal ganz schnell ein Schweigen-Dilemma. Junge, nie. Ich habe das Trinken vor meiner Nase, aber kann nicht dran rumnuckeln. Wir sehen uns gleich wieder. So. Ich würde mal sagen, wir haben unser
Ziel jetzt sofort erreicht. Oh, Alter. Schön. An diese Quest kann ich mir auch schon gar nicht mehr dran erinnern. Aber jetzt schon. Bin schon mal hier fest. Gut, ist der Pilzweg. My senses have picked up something. Nee. Ey, was haben die Pilze getan? Sag mal, hallo? Oh, der hat die Pen, der hat die ja nicht mitgekriegt. Sag mal, was habt ihr mit die Pilze? Oh, jetzt ist er down. Diese Aggressivität. Ey, Nägel. Mensch, ich hätte euch vorhin gebraucht. Ich muss es mir selber herstellen. Das ist ja wieder geil. Oh, wie gesagt, mit. Ich wette. Wollte den Anschein wahren. Ja, das ist so nun auch wieder nicht. Warum? Ach so. War ja noch vor 5 Sekunden buddeln. Stimmt ja, da war ja was. Plastik. Wollte gerade sagen. Und wehe, da ist ein Zombie drin. Alten Tauben. Oh, was haben wir hier? Oh, genau, das habe ich gesucht. Warte mal, kann ich eigentlich. Ja, gut. Das fällt aber bei uns, wie gesagt, nicht mehr so doll ins Gewicht. Wenn da jetzt, Kohle und Nitrat rauskommen würde. Aber der tut es ja nicht. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich ja zurzeit immer noch brauche. Also den Rest, alles so. Hab ich en masse. Hallo? Ja, komm hier. Runter vom Tisch. Nicht du. Stopp. Die sind des Todes. Also. Immer noch. Gut. Ja, zum Glück, wie gesagt, brauche ich kein Breath mehr. Junge, Junge, nee. Noch mehr Breath, dann ist es Pit. Ich sehe. Ja, ja, ja. Er war stets bemüht. So. Ausgang. In die Kopf. Das hat er jetzt nicht kommen sehen. Und seht ihr, ist ein Feral. Total togal, ob das eine einer Quest ist oder so. Spielt einfach kein Walzer. Droni, unterlass das doch mal. Du verrätst uns doch. Die sind zwar tot, aber nicht taub. Hallo? Aber ich glaube, das, was wir hier finden, ist besser als das, was wir als Belohnung kriegen werden. Habe ich so das Gefühl. Moins. Ich soll was abholen. Ich bräuchte mal Hilfe. Wo ist denn das Zeug? Nee, Wauzi, warte mal. Nee, ist ja nicht. Was? Nee. Da knarzt das. Die Ferkel. Das ist, sehr komische Position. Oh, Alter, Bücherregal. Nein, nein, nein. Uiuiui. Ui, ui. Ist ja wieder klar. Also, ich sag mal so. Bin ich der goldene Reiter. Oh, was haben wir hier? Ein Pissoir. Mit Pipi. Dann versuchen wir mal unser Glück hier. Mal kurz ins Knie, Mädel. Andere Waffen kann ich. Ich hätte jetzt gedacht, sie ist runtergefallen. Nicht nutzen, weil sonst alles kaputt. Und jetzt? Ach. Ja. Da. Muss sie ja nicht mehr verkaufen. Hab's doch gewusst.
Leider hat sie sich für uns nicht gelohnt. Nicht die Bohne. Sag mal, ich hab doch gerade, wollte ich gerade sagen, ich hab doch ein Rezept gesehen. Echt Spafferhitch. Hier bin ich. Ja. Hast du ein Schwein? Also für 5 Sekunden. Gut. Wie oft denn noch? Immer schön nachladen. Immer gut. Ist von hier gekommen. Echt für ein Penner. Er stand in toten Winkel. Oh. Ja, ja. Das war aber knapp. Ein kleiner, hässlicher Kotzer. Ey, das funktioniert ja heute noch, Scope. Was ist denn hier los? Gut, jetzt hätte ich das nicht sagen sollen, ne? Jetzt, man kennt es ja. Jetzt ist zu spät. Jetzt habe ich es angequatscht. Jetzt werde ich nicht einen einzigen Zombie mehr treffen. Ja. Staune? Ich habe immer noch Platz. Immer mehr. Oh. Eine Buchse. Ja, hier wird verkauft. Da könnte ich ja eigentlich auf die Wunde. Alter, das ist erstmal, dass ich mir eine Quest mache. Und ich habe so ja noch einen Platz frei. Was ist denn hier los? Das ist ja. Moment mal, ich brauche einen Kalender. Muss ich mir ankreuzen? Das ist so selten, dass ich das nicht wahrhaben kann. So. Warte mal, Weg raus. Ich habe ja hier. Ja, ist doch gut. Naja, gut. Ich will doch eh keiner mehr entziehen. So, total zerfallendes Haus. Gut, dann nehmen wir mal die Quest ab, wa? Dann holen wir uns mal den geilen Scheiß. Ja, gut, wie gesagt. Ich hab die Kiste frei. Miau, 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 miau. Gut. Das haben wir jetzt alle nie gesehen. Das ist zu einfach. Damit war ich überfordert. Hallo? Das kann jedem mal passieren. Na gut. Na gut. Aber ich habe Zombies platt gemacht. Und das, was wir gekriegt haben, wie gesagt, das kann nicht besser sein. Was wir jetzt gekriegt hätten, so rum. Na gut, dann verkaufe ich mal schnell das Zeug. Ist aber, wir machen denn ganz normal weiter hier, wa? Würde ich mal sagen. Thank God, a customer. Ja, ja, ich habe gerade verkackt. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Tut mir sorry. Du hast bestimmt noch eine Quest für mich. Dann kann ich dir vielleicht gut tun. Und ich mache es auch. Nur nicht heute. Denn jetzt ist erstmal Feierabend. Ich nehme schon, oder wir nehmen jetzt schon die nächste Quest an. Wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Und dann rocken wir das Ding. Ganz einfach. So einfach ist es. Nimm einfach hier eine, siehst du so, zack, bums. Also, bis morgen. Macht euch einen schönen Tag. Ich bin dann erstmal raus. Tschüss.